Hallihallo, ihr Lieben, da sind wir wieder in der nächsten Folge von ARK. In der letzten Folge habe ich mir ein bisschen Öl besorgt und jetzt fehlt noch das organische Polymer, was ich mir von den Pinguinen hole. Jo, wollen wir mal ein paar Pinguine suchen. Oh, wie gerne ich dieses ganze Öl mitnehmen würde. Ah nein, Schwein! Ja, toll. Jetzt mache ich hier die ganzen Kairukus schon tot. Mano. Gott, wie viele Schweine sind denn hier? Lass den Kairuku in Ruhe. Das ist meiner. Ich brauche den. Oh, armes kleines Baby. Und von denen gibt es meistens irgendwie das meiste Polymer. Meine ich. An den ganz kleinen. Ja, bedien dich da mal. Kannst du haben. Kommst du jetzt echt hinterher? Och Mann. Welches Level bist denn du? 32. Keine Chance gegen Mini. Hui. Da fliegt er weg. Mann, ey, also ich glaube, mit dem Polymer könnte das echt knapp werden. 3, 4, 6, 8. Oh Gott. Wie viel brauchen wir? 300 auch? Warte, ich kann da ja nachgucken. Industrieblende. Da. Nee, da. Ja, 300. Eieieiei. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber wieso ist der Vogel eigentlich so voll? Er hat so viel Fleisch. Die können auch mal weg. So. Und das kann auch weg. Welche Tina habe ich immer noch nicht gefunden, ne? Kairukus, wo seid ihr? Kleine schwarze Pünktchen. Na, wo sind sie denn alle hin? Ah, da vorne sind noch mal welche. Gott. Ich glaube, die mache ich mal vorher weg hier. Komm mal her, ihr Kackviecher. Hab dich gerettet, Mammut. Level 4. Jo. Haben wir da ein Gluck. Ding, ding, ding. Ah, da ist er kaputt. Ohne noch ein Baby oder Heranwachsender? Was? Der ist nicht. Der ist nicht tot? Jetzt ist er tot.
Oh Mann, es ist so eine gemeine Mechanik. Warum müssen ausgerechnet diese süßen kleinen Pinguine das Polymer geben? Es ist so unfair. Da ist noch was. Da ist noch einer. Kluck. Hallo? Ah, jetzt. Nee, ich sag Knüppel kaputt. Mann, die sind so schnell Schrott, die Dinger. Da, den letzten würde ich dann reparieren. Warte, ich habe doch noch einen gehört hier. Da! Das Gute ist, wenn man die mit einem Schlag tötet, dann rennen die anderen nicht weg. Die rennen nur weg, wenn sie das mitkriegen, dass einer flüchtet. Haha, da ist noch einer. Kluck. Gleich kommt ein Rudel Wölfe um die Ecke und frisst mich einfach auf. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon kommen. Ich bin hier viel zu unvorsichtig. So. Das ist weg. Wie viel haben wir? 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Haben wir es ja fast. Aber ich nehme ein bisschen mehr mit, weil das gammelt ja auch ziemlich schnell. Zur Sicherheit, ne, dass ich dann auch genug habe. Oh Gott, meine Nase kitzelt. Nicht drankomme. Komm her. So. Hier nicht eben noch mehr Kairokus gesehen? Da ist noch einer. Die sind so winzig klein. Hallo? Ah, jetzt. Gerade noch einen gehört. Wo ist er? Ist er hier irgendwo im Gebüsch? Nee. Da! Da. Oh Gott. Ah, jetzt klaut der mir hier meinen Kairoko. Was hast du dir denn dabei gedacht, du Dummkopf? Das ist doch Blödsinn. So, Moment. Polymer. Wie viel haben wir jetzt? 6, 12. Ich nehme mal vorsichtshalber noch ein bisschen mehr mit. Sicher ist sicher. Oh Mann. Also, wenn meine Nase jetzt leicht verstopft klingt, ich musste gerade niesen. Mehrfach. Habe ich rausgeschnitten. Aber jetzt kitzelt meine Nase die ganze Zeit.
Da sind ganz viele Kängurus. Und sie werden von den Wölfen gefressen. Und von den Katzen. Mein Polymer. Alles meins. Alles, alles meins. Böse Katze. Weg mit dir. Waren hier nicht auch welche runtergeplumpst? Die baue ich dann jetzt einfach mal mit Mini ab. Ich mag hier nicht absteigen. Explorer Note lassen wir mal noch. Da ist noch einer. Hier steige ich jetzt nicht ab. Kriegen wir ja auch ein bisschen. Wieder der nächste. Alle keine Chance gegen meine Super Mini. Ja gut, aber das müsste ja jetzt eigentlich ausreichen. Dann fliegen wir jetzt zurück. Und basteln mal diesen wunderschönen Kocher. Yay! Nochmal Zeitraffer, dann bis gleich. Oder ich mache einfach einen Schnitt, ihr kennt den Weg ja. So, ich bin wieder zu Hause. Ich habe das ganze Polymer. Und bin jetzt zu schwer zum Laufen. War ja klar. Und ich habe gerade gesehen hier, Iguanodon hat noch ein Ei gelegt. Das nehmen wir mal gleich mit. Du folgst mir nicht mehr? Nee. Sehr gut. So. Einmal da rein, bitte. Okay, das Ei vielleicht nicht. Ach so, das Öl. Ups. Das fehlt ja auch noch. Nimm mal dein Öl. Oh Gott, und ich bin zu schwer. Ja, da bei den Dillos liegt auch schon wieder ein Ei. Können wir uns gleich auch schon mal schnappen. Ja, wie gesagt, ich habe sie jetzt halt alle auf Enable Mating stehen, permanent. Sodass dann auch die ganze Zeit Eier produziert werden, wenn sie, sobald sie wieder können. Auch sehr praktisch. So. Industriekocher. Juhu. Genau, und mit dem restlichen Öl könnte man ja eigentlich auch direkt... Ah, Moment. Da kann ich mir auch gleich noch ein paar Atemdinger hier machen. Und Feldflaschen, stimmt, die brauchen auch Polymer. So. Das sieht doch gut aus. So, mit dem restlichen Öl machen wir jetzt hier nochmal Benzin. Aber den Industriekocher, den konnte ich, glaube ich, nur an eine Dings ransetzen, ne? Ja, an eine Wasserleitung. Moment. Dann machen wir das... Oh Gott, geh weg. Das irritiert mich. Dann machen wir das so. Ich habe doch hier noch Wasserleitungen drin. Ich nehme mir mal so eine gerade Wasserleitung. Weil die kann ich ja auch einfach so setzen. Ich versuche sie hier so gerade wie möglich in diese Ritze zu kriegen. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob ich den Kocher dran setzen. Ja, perfekt. Sehr gut. Bist du schon fertig mit Craften? Nee, nicht ganz.
So, ich habe jetzt noch mal ein paar Klimaanlagen gemacht, ne, falls ich auch irgendwann vielleicht mal einen Giga ausbrüten möchte oder so oder irgendwas anderes. Spinos will ich ja auch noch züchten am liebsten. Also erstmal zähmen und dann züchten. Und damit wir hier nicht irgendwie in einen Engpass kommen mit Klimaanlagen, kann man die ja schon mal setzen, wenn das Polymer ja gerade da ist. So. Ist auch an. Ja. So. Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen. Weil bei den Rex-Eiern war das ja zwischendurch auch mal der Fall, dass es dann hieß irgendwie so, ja, nee, du kannst jetzt nicht mehr, weil keine Ahnung. Weil es zu heiß ist oder zu kalt oder so. Ich glaube, denen war zu kalt. Ja, wie viele brauche ich denn da jetzt hier? Eigentlich können wir auch direkt runtergehen und gar nicht erst schräg, ne? Ich guck mal. Noch ein paar mehr. Davon vorsichtshalber noch einen. Und einen Wasserhahn packe ich mir oben auch noch rein. Dann kann ich da auch mal was trinken. So, dann wollen wir mal schauen. Ach Gott. Ja, die müssen hier alle weg. Ich komme da mal gar nicht richtig hinweg. Aus dem Haus raus. Da müsstest du dann nicht auch langsam? Also in 7 Minuten. Okay. Da ist unser schickes Wasserrohr. Da kommt jetzt mal einfach das ran. Und dann noch einer. Und da. Ja. Okay, ich glaube, mit schräg sieht es doch besser aus. Bringt das was? Ich nehme erstmal noch ein gerades. Und dann vielleicht ein schräges. Und dann noch ein gerades. Und dann könnte ich doch hier auch schon diesen, den da setzen, oder? Ist das? Ja. Yay! Sehr schön. Carbonemisei. Wie toll die alle mitmachen. Ich finde es super. Mal oben nochmal gucken. Nochmal jemand ein Ei gelegt. Hier ist halt der Oviraptor nicht in der Nähe. Deswegen legen die wahrscheinlich nicht so viele Eier. Aber da haben wir nochmal welche. Schwupp. Und schwupp. Und da. Nein. Den will ich. Ist denn hier auch noch eins? Ja, die kann erst in 3 Minuten wieder. Bei euch vielleicht? Ja, die können auch gleich erst wieder. So, genau, dann kann ich ja jetzt hier schon mal die Eier reinschmeißen. Und dann mache ich jetzt nämlich einfach einen Komplettdurchlauf mit allen Eiern, allem Gemüse. Allem Fleisch und dann hauen wir einfach die ganzen Kibbel durch, die jetzt schon gehen. Oh, verdammt. Warte, die Rex-Eier brauchen wir ja gar nicht. So, alles da rein. Wenn wir die Kibbel da im normalen Kochtopf machen würden, würde das ja unglaublich lange dauern, bis die einzelnen Kibbel da fertig sind, weil da passt ja auch gar nicht alles rein. Also man kann nicht wie mehrere Kibbel auf einmal machen. Außer halt von der gleichen Sorte, aber verschiedene Kibbel gehen nicht. Und dafür ist dieser Industriekocher einfach ideal. Ist perfekt. Cats brauchen wir nicht. Dillo, Dodo. Oh Gott. Die Para-Eier ja, brauchen wir gleich auch noch. Zip. Oh, das wird eine Kibbelparty. Wie schön. Genau. Dann brauchen wir das Gemüse und das Fleisch.
nehme auch noch Gekochtes mit. Boah, ich glaube, für diese ganzen Kibbel reicht mein Räucherfleisch gar nicht aus. So viel habe ich ja noch nicht. Jetzt muss ich vielleicht den anderen Räucherschrank auch mal anschmeißen. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Mach ich mal gerade. Gib mir mal das und die Hälfte davon. Achso. Sollte das vielleicht auch reinpacken? Genau. So, denn das Gemüse. Den wollte ich hier auch noch hinsetzen. Schön, wie er in die falsche Richtung guckt. Aber ich kann trotzdem trinken. Das ist ja schon mal gut. Genau. So, dann brauchen wir jetzt noch Beeren und Fasern. Und dann haben wir es, glaube ich. Ah, lass mich doch runter. Hätte ich doch hier noch was drin, oder? Die Fasern und die Beeren. Und ein kleines bisschen Benzin. Beeren. So. Fleisch, Gemüse, Fasern, Beeren, Eier. Jo, dann schmeißen wir mal an. Mal gucken, was rauskommt. Dong. Ne? Ja, cool. So viele Kibbel. Ja. Es ist so geil. Ich liebe diesen Kocher einfach. Oh, jetzt ist aber das Räucherfleisch gleich leer. Ei, 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 ei. Na, kommt noch mal was? Ich glaube, mit normalem Fleisch gehen auch viele. Ja. Kommt noch mal was? Zwei noch. Was war das? Dodo und Petri. Mach mal Dodo. Okay, also für die Dillos und für die Iguanodon-Eier brauchen wir jetzt mehr Räucherfleisch. Na, wir lassen jetzt erstmal die Dodo-Eier noch durchdengeln. So, dann war's das. Ja, das war's. Dann muss ich für die anderen... muss ich noch mal ein bisschen warten, bis ich mehr Räucherfleisch habe. Aber das ist ja schon mal ein Anfang, ne? Ne, Moment. Das. Und das. Das und das. Und das. Und jetzt die ganzen Eier. Und das Gemüse. Achso, und die Kibbel können ja auch hier schon mal mit rein. Ach, es ist wunderschön. Wunderschön. Ich find's klasse. Also wenn der Industriekocher für etwas gut ist, dann ist es für Kibbel und für Farbe. Ja, ne? Dann würde ich aber mal sagen, war's das jetzt für diese Folge. Ich habe meinen Plan erfüllt. Ich hab's geschafft. Ja. Ich bedanke mich fürs Zugesehen haben. Würde mich freuen, wenn ihr auch mal in die anderen Videos reinguckt. Lasst gerne eine Bewertung da. Lasst auch gerne ein Abo da. Und schreibt ganz, ganz, ganz viele Kommentare. Dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.